So, jetzt können wir hier schön unseren Auslöser mitnehmen und dann... Oh Gott. Stollenlabyrinth ist ja auch total meins, weil ich ja auch total guten Orientierungssinn habe. Das wird super. Aber wenigstens kommt der Hund jetzt automatisch mit. Das ist schon mal ganz in Ordnung. So, dann hier und hier und hier. Dann haben wir den auch befreit. Dann geht's hier weiter. Ja, ja, ja. Hier liegt da irgendwas, oder? Oh Gott, lass es bitte kein alten Thunfisch sein. Lutschtabletten. Eine Schachtel mit Lutschtabletten. Bei Soldaten, die dem Gas ausgesetzt waren, entwickelten sich sehr empfindliche Atemwege und sie lutschten Tabletten, um den Schmerz zu lindern. Na, das ist super gelaufen. Hallo? Können wir den Vogel mitnehmen? Können wir nicht. Schade. Hallo? Falls ihr euch übrigens fragt, was es mit dem Vogel auf sich hat. Die waren dazu da, um auf Grubengras, um auf Grubengas zu testen. Also es ist ja so, dass sich in so Gruben- oder Bergwerkstollen sehr schnell, ich glaube, es ist Kohlenmonoxid, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall ein Gas entwickeln kann, bei dem man nicht unbedingt merkt, dass man es einatmet und man auch nicht unbedingt Erstickungsgefühle hat. Das müsste eigentlich Kohlenmonoxid sein, weil man, weil sich das nämlich statt dem Sauerstoff ans Blut bindet und dadurch eben dieses Erstickungsgefühl nicht so auftritt. Und dann hat man irgendwann keinen Sauerstoff mehr und klappt leider einfach weg. Und da hat man eben diese Vögel für mitgenommen und wenn der Vogel dann abschlaffte, wusste man, man sollte da, wo man gerade war, ganz dringend weg. Apropos ganz dringend weg, ich... Lass mal den Typen runter. Ne? Dem läuft ja auch so ein bisschen das Blut in den Kopf. Ach, aber eigentlich können wir ihn auch nochmal wieder hochziehen, oder? Kann ich den nicht ganz runterlassen? Ach, ich guck mal, da gibt es irgendein Verbindungsstück. Nein, nein, nein. Okay, da komme ich wohl erstmal noch nicht weiter. Moment. Kann ich da mit dem Hund irgendwas machen unten? Sehr schön. How are you? Oh, danke. Merci. So, jetzt ist nach da natürlich alles zu. Warum sollte es auch mal einfach sein? Wir sind schließlich im Krieg. Ja, er springt sie weg und ich muss dann noch graben, ne? Das ist klar. Spielerisch hochwertvoll, dass ich da noch gegraben habe. So, wie... Achso, der schickt mich da alleine rüber. Ich verstehe. Und da kommt er auch schon. Guten Tag. Hey, du bist voll spitze. Du kannst dein Rad drehen. Ja, nee, ist klar. Okay. Wow, was geht denn hier ab? Merci, mon ami. Adieu. No, nicht doch. Hey, Stillstoff! Du da, was? Gibt's doch nicht mehr, Simon. Okay. Sehr nett. So, Monsieur, wir haben alle gerettet. Ja, klar, jetzt
Ach, raus in den Regen, da. Vielen Dank. Dann gehen wir doch mal hier lang. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für. Der da oben liegt. Kommt der Hund da durch? Nee, ne? Nee, der Hund geht da nach unten. Okay. Schade eigentlich. Wäre natürlich schön gewesen, wenn der Hund da einfach mal. Der bleibt da von alleine ganz brav sitzen? Ich bin erstaunt. Ich kann ihm aber auch nicht sagen, dass er da sitzen bleiben soll. Das ist doch scheiße. Britische Erkennungsmarke 1915. Die Briten änderten ihre Hundemarken im Verlauf des Konflikts. Zu Beginn des Krieges erhielten die Soldaten eine einzelne Aluminiumscheibe, aber aufgrund der großen Zahl Freiwilliger konnten die Produzenten und Graveure nicht Schritt halten. Die Aluminiumscheiben wurden durch rote, vulkanisierte Asbestfaserscheiben ersetzt. 1916 bat das Kriegsministerium um das Hinzufügen einer zweiten Scheibe, um dem Problem der unidentifizierten Leichen Herr zu werden. Aber wenn die schon eine Scheibe haben, warum... Hä? Na, vielleicht... Jetzt, du sollst doch aber... Oh. So richtig Sinn macht das nicht, ne? Ja. Also richtig Sinn macht das gerade irgendwie alles nicht, oder? Ich habe ja eh gar nichts, womit ich das Teil bewegen kann, merke ich gerade. Ich bin verwirrt. Und zwar massiv. Da komme ich nicht weiter, ne? Nee, okay. Was geht hier noch so ab? Ach, hier komme ich her, ne? Oder nicht? Ach so, da, ach, das war das Teil. Ja, okay. Oben kam ich ja nicht weiter. Jetzt. Ja, okay. Wo ist denn der Hund? Kommt er natürlich, das ist auch ganz klar. Und vorher konnte der nicht mitlaufen. So. Also ganz ehrlich. So langsam nutzen sich diese Rätsel ein bisschen ab. Ich meine, den Hund irgendwo hinschicken, irgendwas holen, habe ich jetzt schon wie oft gemacht? Grabenlaterne. Eine Laterne, die man klein falten und in einen flachen Rucksack verstauen konnte. Soldaten konnten im Inneren eine Kerze platzieren, um sie vor Wind zu schützen. Okay.
nur wenige Kilometer später. Nicht, dass ihr da nicht schon genug Dynamit hättet oder so, ne? Überraschung. Nein, nicht doch. Nicht doch. Einfach nicht richtig. Die französischen Offiziere rühmten sich der schweren Verluste, die sie dem Feind beigebracht hatten. Verbittert lehnte Emile es ab, für etwas ausgezeichnet zu werden, das er als feigen Akt betrachtete. Annas Vater, den Klauen des Barons von Dorf entrissen zu haben, erfüllte ihn und Freddy jedoch mit Stolz, konnten seine Forschungen doch fortan nicht mehr für die Produktion von Kriegswaffen genutzt werden. Da freudige Augenblicke in diesen Zeiten rar waren, wollten sie diesen möglichst auskosten. Doch die Nachrichten, die Anna brachte, waren alles andere als gut. Karl war bei seiner Flucht aus dem Gefangenenlager getötet worden. Nein! Aber warum? Auf die Nachricht von Karls Tod erkrankte Emil schwer. Hallo? 5 Tage zuvor im Gefangenenlager. Und jetzt dürfen wir auch noch nachspielen, wie er erschossen wird auf der Flucht? Na danke. Jetzt wäre das nicht schlimm genug. Mai 1916, Gefangenenlager in Frankreich. Das war knapp. Ja, toll, was soll ich denn da machen? Puh. Na, die bleibt wenigstens so halb geöffnet. Kann ich mich hier irgendwo... Ah, ich kann mich auf den Baum verstecken, okay. Und ich kann goldene Äpfel pflücken. Oder auch nicht. War das so richtig clever? Ich bin mir nicht sicher. Und die sind jetzt da abgelenkt, ja, und sehen mich überhaupt nicht, weil die...
Na klar. So, eigentlich müsste ich doch da schon... Nein, er kann sich nicht bücken. Auf gar keinen Fall. Armeeinterne Korrespondenz. Eine besondere Karte, die es den Soldaten erlaubte, einander Nachrichten zu senden. So konnten sich Brüder miteinander unterhalten, obwohl sie nicht am gleichen Ort stationiert waren. Wenn eins oder mehrere Familienmitglieder starben, stand die Ausmusterung nicht zur Auswahl. Manchmal wurden alle männlichen Mitglieder einer Familie ausgelöscht. Zusammenhang? Natürlich weg, okay. Die Äpfel haben sie auch mitgenommen. Na, soll mir recht sein. Da nehme ich doch erstmal ein Fell mit. Ein Ziegenfell. Die Soldaten hüllten sich in alles, was verfügbar war, um sich in den Gräben warm zu halten. Tierfelle von Ziegen oder Schafen boten hervorragenden Schutz. Ich hätte ja gern so eine Weinflasche. Gut, dass die alle total nachtblind sind. Da kommt jemand. Total unauffällig. Ich hätte ja auch ganz gern das mitgenommen, was da eben auch immer liegt, aber es. Britisches Magazin. Das Magazin London Opinion ermutigte britische Zivilisten, sich freiwillig zu melden. Auf der Titelseite prangte das berühmte Plakat von Lord Kitchener, dem Verteidigungssekretär, der die Briten mit einem stechenden Blick, der einen überall hin verfolgte, ermahnte, sich freiwillig zu melden. Sollte das etwa der Ursprung sein von I want you to join the... Also was man da eigentlich ja hauptsächlich mit dem guten Uncle Sam kennt. Also mit den Amerikanern oder von den Amerikanern. Noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht einfach nicht stirbt, wenn wir das hier schon spielen können, und dass die nur irgendwie seine Marke bekommen haben. Oh Gott, wir verstecken uns unter den Schafentrick, wirklich? Oh, bitte. Da fällt doch keiner mehr drauf rein. Na, endlich.
hier wird es ganz schön dunkel. Und so. Lauf, 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 lauf! Gut, dass hier gar nicht übertrieben viele Soldaten rumstehen. Hosenträger, das muss für jeden Soldaten. Zu dieser Zeit waren sie die populäre Alternative zu Gürteln und boten selbst bei schlammverkrusteten Hosen Halt. Der Mann, der dieses Paar zurückließ, hatte sicher einen Gürtel. Ja. Was? Aber warum? Haben die da hinten nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag Leuchtraketen zu schießen? Ja, lauf, 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 lauf! Gott, kann ich mich hier nicht irgendwo verstecken? Huh! Ist das hier nicht... Clever!